weil das ist eigentlich das habe ich von früher verwendet bei mir und es ist nicht ganz ideal, man braucht halt so eine Kamera, die man aufsetzen kann, aber wir sehen es trotzdem. Was wir hier sehen, konzentrieren Sie sich nur auf das, weil die zweite ist dann nur, dass man, wenn man wirklich die Wellenlänge messen muss, hat man da zwei, die man verschieben kann, und wenn man es geeignet hat, kann man durch Überlappen das machen. Was uns hier interessiert, ist einfach zum Beispiel die Aufspaltung. Sie sehen also, er hat jetzt da, was ist doch der Lampe jetzt? Naja, ich nenne es eine LED-Glühbirne, obwohl es keine Glühbirne ist, es ist ein LED-Leuchtmittel. Ja? Und das spalten wir da einfach auf, so das wäre praktisch hier, also das Prisma sitzt jetzt irgendwo da im Prinzip und dann kommen in grünes und rotes mit verschiedenen Winkeln und dann ist eben auf dem Schirm, den wir jetzt da haben, ist eben grünes und rotes aufgespalten. Also natürlich wissen wir, dass das Grüne zum Beispiel, was weiß ich, 514 Nanometer hat und das hat zum Beispiel 600 Nanometer und jetzt könnten Sie sich ausrechnen natürlich ungefähr, welche Wellenlängen könnten Sie da auflösen. Ja, wir werden aber sehen, dass man eigentlich gar nicht so schlecht auflösen kann, weil da ist es natürlich noch nicht so. Was uns jetzt interessiert, wenn wir angenommen haben, zwei kleine Wellenlängen haben, ob man die noch auflösen können. Das werden wir versuchen, dann da ein bisschen abzuschätzen. Nun, hier sehen wir nur einfach, dass wir das natürlich auflösen können. Also, wir sehen zum Beispiel den Unterschied zwischen Grün und Rot. Und die andere Frage wäre natürlich jetzt, die ist aber natürlich eigentlich jetzt dann eher Frage, jetzt dann eben, wenn ich etwas spektroskopiere oder auflösen will, welche Information kann ich darüber gewinnen? Das ist dann so ein Thema hauptsächlich des nächsten Semesters. Oder eben auch hier könnte man sagen, in der Optik, Sie wollen wissen, Sie haben eine Lichtwelle und Sie wollen wissen, wie schaut diese praktisch die spektrale Zusammensetzung aus. Weil das ist doch auch einer der Probleme, zum Beispiel gerade mit LED und Glühbirnen, dass man gesagt, ja, das Licht ist irgendwie beschissen, weil es eben da eben nicht zum Beispiel so schön weiß ist, weil wir wissen zum Beispiel Sonnenlicht oder weißes Licht hat eben eine gewisse Verteilung und die Glühbirne oder das Lichtquelle soll eine ähnliche Verteilung machen. Das heißt, wir haben im Wesentlichen hier im Wesentlichen im Prinzip eben zum Beispiel, sagen wir, in erster Näherung, obwohl schauen wir, das kann natürlich auch jetzt eine Funktion des Detektors sein, also dieser Quelle, dass dort ein bisschen weniger Licht ist, dass das intensiver ist und das intensiver, weil die LED wahrscheinlich ursprünglich ja auch gerade, also die liefern ja meistens auch Wellenlänge sogar und das muss dann irgendwie konvertiert werden auf eben Schwingung. Genauso wie hier oben, ne? Wenn man da reinschauen würde, ist diese Lampe ja auch das Problem, dass die Linienspektren haben, die wir dann gleich sehen werden und dann muss man irgendwas machen, dass die möglichst alle Wellenlängen emittieren und wenn Sie zum Beispiel sowas analysieren wollten, könnten Sie das haben. Aber wenn Sie jetzt, es ist relativ einfach und das ist auch eine Message, die man mehr für den Experimentalphysiker natürlich haben, das Experiment ist. Es ist natürlich relativ leicht, gerade in der Spektroskopie quantitativ etwas zu sagen. Ja? Das heißt, ich kann relativ leicht sagen, ich habe da zum Beispiel von grün bis rot Licht vorhanden und ja, also das nennt man qualitativ. Wenn Sie es aber jetzt quantitativ haben, zum Beispiel sagen, welche ist stärker, dann ist es natürlich schon viel schwieriger, weil da müssen Sie natürlich auch jetzt wissen, zum Beispiel, hier haben wir zum Beispiel unser Detektor von mir aus die Kamera, wie empfindlich, also was ist, wie weit spielt der Detektor mit? Weil wenn der Detektor zum Beispiel für die Wellenlänge nicht sehr empfindlich ist, dann könnte zwar da was rauskommen aus der Quelle, aber Sie sehen es einfach nicht, weil der Detektor es nicht mehr detektiert. Also Sie müssen erstens einmal die Auflösung wissen, Sie müssen wissen die Sensitivität als Funktion der Wellenlänge und so weiter und dann können Sie vielleicht, wenn es ein Glück kommt, das quantitativ machen. Das müssen wir also vergleichen zum Beispiel mit einer bekannten Lichtquelle, wo man genau weiß, wie die Verteilung ist und dann kann man die sogenannte Apparatefunktion praktisch diese Empfindlichkeitskurve bestimmen. Gut, und wir werden uns jetzt dann jetzt